Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren X-Ray Utilities 2 Tutorial Folge. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und in dieser Folge schauen wir uns mal die Wet Orchid an. Durchaus ein sehr, sehr nutzvolles Item, muss man sagen. Und zwar ist es folgendermaßen: Die Wet Orchid kann unter Umständen zum Beispiel auf Whetstone Erz gefunden werden, unter Level 16 zum Beispiel, also Ebene 16. Und wenn da allerdings auch zum Beispiel, wenn man Gras farmt oder zerbricht, kann auch die Red Orchidee mit im Inventar dann erscheinen. Die Red Orchidee oder Orchid funktioniert folgendermaßen. Wir haben hier unser Redstone-Erz, wir haben unsere Red Orchid und ihr seht, da kommen kleine Bubbles um das Redstone-Erz herum. Und wir brauchen dafür eigentlich nur Bone Meal zum Beispiel und können das Ganze wachsen lassen. Sobald ich das jetzt nochmal wachsen lasse, entsteht Redstone. Na, ist das nicht geil? Na, da entsteht einfach Redstone. So, super, super geil. Zack, zack, zack. Und sogar noch weitere kleine Setzlinge von der Red Orchid. Wunderbar, sodass wir das Ganze halt noch weiter farmen können. Und dann halt natürlich auch nochmal an der Stelle. Zum Beispiel in Kombination mit dem, was hatten wir da mal vorgestellt, mit dem Mechanical User könnte man darüber zum Beispiel eine super, super krasse Automatisierung hinbekommen und so, dass man auch nicht mal mit einer Query auf Redstone dann angewiesen ist, sondern man kann einfach Redstone selber farmen. Das ist doch das ist super geil, also ohne irgendwie Erze oder ähnliches, das funktioniert super, super einfach, ne? Hier 30 Bone Meal, zack, und ich habe hier irgendwie um die 10, 20, 30 Redstone oder sowas in die Richtung. Ja gut, jetzt habe ich 12. Aber das ist schon echt eine coole Methode oder eine alternative Methode, um Redstone zu farmen. Das war's dann an der Stelle von der Red Orchidee oder Red Orchid. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.